Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und in diesem Superwahljahr haben wir beschlossen, uns nochmal die Wahlwerbespots für Sachsen zur Landtagswahl anzuschauen und damit auch Hallo Tomate, der das alles rausgesucht hat. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, wir machen nochmal Spots zur Landtagswahl, einfach auch aus dem Grund, ich meine, wir sind ja Sachsen, man hört es uns wahrscheinlich an. Und das ist ja für uns letztlich, würde ich sagen, tatsächlich die wichtigste Wahl dieses Jahr. Also ich bin Ja. echt der Meinung, das ist wichtiger als die Europawahl, weil Und auch auch viel mehr die auf dem Spiel Kommunalwahl, steht. ja. Ja, also es kann hier wirklich so viel passieren in Sachsen, das ist wirklich krass. Also es kann wirklich zu einem politischen Beben kommen, wenn die Leute sich trauen, mal endlich Und da geht es rechts zu ja, wählen. es geht ja nicht bloß um die AfD, es geht ja auch um das Novum, dass die SPD, die Grünen, die FDP und die Linke alle rausfliegen können. Ja, die Also zittern alle, das diese gab es noch Parteien. nie. Das ist extrem krass. Ja, also dann ist hier wirklich einiges los. Also wenn die alle rausfliegen, ist irre. Also dann haben wir wirklich einzigartige Verhältnisse in Sachsen, muss man sagen. Einzigartige politische Verhältnisse haben wir ja sowieso, finde ich, auch gefühlt. Also Ja. es ist ja oft so bei Themen, bei politischen Themen, die dann irgendwo besprochen werden, wo man in Sachsen sich sagt, naja, wer das könnte das bei uns auch so passieren und so. Also ja, wir haben immer so, ich finde, wir Sachsen, wir sind auch stark polarisiert. Das trifft auch auf Thüringen zu. Wir haben halt auch eine starke linksextreme Szene. Aber so im Großen und Ganzen, die Leute sind halt durchaus konservativ drauf. Ja. Das erklärt zum Beispiel auch die großen CDU. Anteile hier mit über 30%. Also wenn die Brandmauer nicht da wäre, wäre hier 60 bis fast 70% im Landtag irgendwie eine konservativ-rechte Mehrheit, ne? Auf jeden Wenn Fall, man jetzt klar. die CDU da verorten möchte. Aber ich würde sagen, die Ja. sächsische CDU ist noch um Weiten rechter als die Bundes-CDU. Ja, da Sie können wir drüber diskutieren, aber ich würde sagen, das sparen wir uns mal auf, bis wenn der CDU-Spot kommt. Wir haben es wie immer so gemacht, wie bei der Europawahl. Wir gehen jetzt hier mal von hinten nach vorne durch, also alphabetisch. Wir haben das alphabetisch sortiert und wir fangen bei der Partei W an, Werteunion. Und ich gibt's muss ja noch gleich gleich. dazu sagen, die haben hier keinen gescheiten Spot gehabt, überhaupt nichts auf ihrer Seite. Also das sagt schon einiges über diese Partei aus. Und deswegen habe ich hier einfach den Clip genommen, der so eine Minute ging auf dem YouTube-Kanal. Das ist hier ein Ausschnitt von News und da ist hier der Hans-Georg Maaßen, der ist der Parteichef von der Werteunion und Gründer. Der ist da hier und gibt ein kurzes Interview. Bist du Also dir eigentlich dann. sicher, dass die zur Landtagswahl antreten? Die treten an, laut Wikipedia. Ich Ach, nämlich bin nach dem noch. Wikipedia-Artikel Ja. gegangen. Ich habe noch nie ein Plakat von denen irgendwo in Dresden rumschimmeln sehen. Nicht eins. Ah, Also das okay. ist schon bezeichnend. Ja, auf jeden. Ah, gut. Ich muss sagen, stellenweise kann man das sogar von der AfD sagen. Also, wenn man im richtigen Viertel wohnt und dort alles schnell runtergerissen wird. Ja, gut. Naja. Ja. Gut, kommen wir erstmal zur Werteunion. Dann viel Spaß. Es gibt gerade im Auswärtigen Amt eine Visa-Affäre. Da fühlen sich die Älteren unter uns an die Zeit von Joschka Fischer als Außenminister erinnert. In der jetzigen Affäre geht es darum, dass es Auslandsvertretungen gibt, die ganz offensichtlich mit Rückendeckung oder sogar auf Weisung des Auswärtigen Amtes die Möglichkeit einzureisen für wichtiger halten als die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung oder an irgendwelchen Einreisekriterien. Was halten Sie von diesen Ich Vorgängen? halte es für rechtswidrig und ich halte es auch für strafwürdig. Das, was hier gemacht wird, ist ein klarer Verstoß gegen das Ausländerrecht. Im Ausländerrecht ist eine Grundvoraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels, dass die Identität der betroffenen Person feststeht. Grundsätzlich kann ein Visum nur erteilt werden, wenn ein Reisepapier vorliegt. Das muss ein Pass oder Passersatz sein. Wenn er nicht vorliegt, darf grundsätzlich kein Visum erteilt werden. Schon gar nicht, wenn Zweifel an der Identität bestehen. Gut, ich mache jetzt hier mal Pause. Das war schon der ganze Clip. Da geht nur noch eine Sekunde. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal stellvertretend als Aufhänger, um über die Werteunion zu reden. Ja, das Interview war jetzt hier, naja, war halt nur ein kurzer Clip. Also mehr können wir jetzt davon nicht erwarten. Was ist denn deine Meinung zur Werteunion, Arti? Ist ein Rohrkrepierer gewesen, Ja. einfach. Ja, also das wird nichts mehr. Auf jeden Fall. Er hat ja hier mit allem, was er sagt, inhaltlich recht. Er so, wäre wahrscheinlich noch gut beraten, zu sagen, das ist ein Rechtsbruch, das ist strafbar, nicht, das ist irgendwie nach seiner Ansicht strafbar oder so.
Da braucht man nicht drüber reden. Also gefälschte Pässe, wo ist das bitte schön legal? Ne? Aber ja, es ist wie der Vorgänger hier von der AfD, der Der Bernd Professor, der Herr Lucke. Lucke. So kriege ich dieselbe Ja. Ausstrahlung gerade. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein typisches Phänomen von den rechten Parteien, dass irgendwo mal einer rausgekegelt wird oder sich unlieb macht. Ich zähle jetzt hier mal die CDU auch dazu. Und dass dann irgendwie so eine Absatzpartei gemacht wird. Zum Beispiel, ich habe geguckt, bei der Landtagswahl letztes Jahr, da konnte man zum Beispiel auch noch wählen, Team Blau. Das war, oder nee, die Blaue Partei, das war von der Frauke Petri eine neue Partei. Es gab vom André Poggenburg, auch ehemals AfD, Aufbruch deutscher Patrioten. Dann erinnern wir uns an die Partei LKR, liberal-konservative Reformer, Reformer, wo, ja. glaube ich, der Meuthen drin war. Ach nee, er war War der irgendwie mit Lucke, glaube ich, Zentristen. oder? Ja, Lucke war LKR. Also all diese Parteien, die haben, sind halt ein, zwei Mal bei irgendwelchen Wahlen angetreten, aber da wird nichts groß draus. Ja. Ich finde es sogar auch gut, weil es gab ja immer die Befürchtung, dass diese Strömung der Werteunion dann schlussendlich mehr der AfD abgräbt als der CDU. Ja. Und ja, dann ist das Finde ich so. auch gut, weil man muss halt dazu sagen, klar, ich habe gelegentlich mal so die Spekulation gehört, naja, es wäre ja gut, wenn es eine Werteunion gäbe, weil das würde wiederum die CDU schwächen. Aber ganz ehrlich, das sehe ich einfach so nicht. Also ich denke tatsächlich, die Leute, die jetzt für sich für die Werteunion interessieren würden, sind schon eher AfD-Wähler, also dass sie der Ja, AfD-Stimmen abgraben würden. Nicht das so sind sehr so von der CDU. die Wähler, die von der CDU enttäuscht sind, Ja. AfD wählen, aber sich dabei unwohl fühlen, die dann sehr, sehr zufrieden wären, wenn es so ein Angebot gäbe. Ja. Zumal ich persönlich bin halt der Meinung, maßgeblich die großen Volksparteien und ganz vor allem auch die CDU, die setzen halt ihr Wählerklientel zusammen aus Leuten, die, ich sag's mal ganz im Ernst, die politisch nicht viel Ahnung haben oder sich nicht politisch viel belesen, was so das Tagesgeschehen angeht. Das heißt, die werden die Werteunion gar nicht kennen. Die wissen, haben noch nie den Namen Hans-Georg Maaßen gehört. Die wissen gar nicht, warum er rausgewählt wurde und so weiter. Also diese ganzen politischen Gedanken, in denen wir uns so befinden, die wir uns viel mit Politik beschäftigen, die ihr euch vielleicht auch als Zuhörer irgendwelche Podcasts anhört, so, die hat der Normie nicht. Der weiß halt, CDU ist eine konservative Partei, zumindest glaubt er das, und dann wählt er die. Also deswegen Werteunion, das halte ich für einen Trugschluss, dass die der CDU was abgraben würden, weil eben die CDU-Wähler, die kennen nicht mal diese Partei. Genau, also die kennen vielleicht noch den Maaßen, der war ja nun öfters mal in Talkshows auch und Verfassungsschutzpräsident, also die werden irgendwie den noch so grob einordnen können, aber wie du schon sagst, dass der eine Partei hat oder Ja. einer vorsitzt, nee, keine Ja. Chance. Und Deswegen. die fehlenden Plakate machen es nicht leichter, da Auf irgendwie eine jeden. Verbindung herzustellen, ne? Ich würde sagen, Wir deswegen gehen gehen zur wir zur nächsten nächsten. Partei rückwärts im Alphabet. Jetzt haben wir S und das ist die SPD. Peter Wer? Köpping stellt sich vor. Das ist übrigens Sonstige Rasse. Gesundheits Das ist übrigens die Gesundheitsministerin aktuell. Oder zumindest zur Corona-Zeit war sie hier im Land für Gesundheitsministerin, also für unser Land, für Sachsen. Und die hat die ganzen, Sympathisch. genau, die hat die ganzen Corona-Maßnahmen und Einschränkungen maßgeblich zu verantworten. So viel zur Einordnung von Frau Köpping und viel Spaß. Ich war Fünfkämpferin. In Leipzig an der Sportschule. Ich wollte Spitzensportlerin werden. Naja, dann kam es anders. In der 11. Klasse habe ich mein erstes Kind bekommen. Abi habe ich aber trotzdem gemacht, danach Fernstudium. 1989 bin ich Bürgermeisterin in Großpößner geworden. Nach der Wende waren viele Menschen arbeitslos. Das war nicht einfach. Eine Mutter, die sich um drei Kinder kümmert, können wir nicht einstellen, sagte man mir. Eine Mutter mit drei Kindern, die müssen sie einstellen, habe ich geantwortet. Ich bekam einen Job, wollte nie wieder in die Politik. Doch es kam anders. 1994 wollten die Leute, dass ich wieder Bürgermeisterin in Großpößner werde. Danach dann Landrätin, Abgeordnete, Ministerin. Und jetzt will ich für Sachsen noch mehr. Ich will das Richtige für Sachsen. Gesunde Krankenhäuser, gleiche Löhne wie im Westen, ein Lehrer vor jeder Klasse. Das ist doch alles richtig. Natürlich habe ich nicht immer alles erreicht, was ich wollte. Aber niemals aufgeben, weiterkämpfen. Das Richtige im Blick haben, die Dinge selber in die Hand nehmen. Darum geht es jetzt auch. So und nur so überwindet man Hürden. Es geht nicht darum, wer Erster wird. Es geht um das Richtige für Sachsen.
Wir brauchen nach der Wahl eine stabile Regierung. Und das geht nur mit der SPD. Am 1. September Petra Köpping wählen. Die richtige für Sachsen. Boah, was für ein Spot. Also man merkt wirklich schon den Unterschied zu den EU-Werbespots. Wir sind halt hier in Sachsen und da weht ein anderer Wind. Also das war hier sowas von handzahm. Also man will ja eine anecken. Also man tut gar nicht so viel aussprechen. Weißt du, es werden halt irgendwelche Arbeiterthemen angesprochen, mit denen man hier in Sachsen natürlich auch gut stimmfangen kann. Und dann noch der Spruch, man muss gleich viel verdienen wie im Westen. Aber gut, da rieche ich schon fast Kommunismus, weil das hat ja tausend verschiedene Gründe, warum der Lohn unterschiedlich ist. Also ich muss sagen, von der ganzen Machart war der Spot nicht schlecht, tatsächlich. Also mit dieser, mit diesem Abriss, mit ihrer persönlichen Historie und so, das war clever gemacht, das war so ein bisschen so menscheln sozusagen. Genau, es hat halt gemenschelt, aber meiner Meinung nach, der hat halt wenig inhaltlich gesagt. Was ist denn für dich jetzt inhaltlich herausgekommen? Ich habe nur irgendwas gehört, SPD-Geräusche. Naja, also wie du schon sagtest, die Arbeiter stärken, den Lehrermangel-Notstand beenden, ja, gleiche Löhne. Ja, ich glaube, das war sinngemäß, ne? Ja, und der Rest war so Wohlfühlzeug. Achso, und eine stabile Regierung, die gibt es nur mit der Ja, SPD. natürlich, ja. Das S steht für stabil in der SPD. Ja. Ja, gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also denen schwimmen ja auch so ein bisschen durch das BSW die Fälle davon. Auf jeden Fall, also die SPD, waren die nicht sogar die schwächste Partei jetzt mittlerweile von denen noch im Landtag vertreten in den letzten Umfragen? Ich glaube, die krebsen alle gerade so bei 5% rum, also die reichen sich da alle den Staffelstab. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich schaue gerade hier Sachsen, INSA zum Beispiel 5%, Forschungsgruppe Wahlen 6%, DIMAP 7%, also so um die 6% würde die SPD jetzt erreichen. Die Freien Wähler oder so sind bei 4% mittlerweile tatsächlich. Richtig, bei INSA, ja. Erstaunlich. AfD 32% übrigens, stärkste Partei. Ich hoffe wirklich, dass es so kommt. Also bisher wurde ich ja noch immer enttäuscht von den Umfragen. Also in Umfragen war die AfD immer stärker. Aber ich sag mal, über 27% wäre schon trotzdem krass. Also bei 27% mache ich den Sekt auf. Also wie hat ein Bekannter jetzt zu mir gesagt die Woche, es ist verdächtig ruhig. Also es wird eigentlich Zeit, dass das nächste Geheimtreffen oder irgendwas publik wird. Ja, es ist übel ruhig. Es ist wirklich ruhig. Wir haben nur noch 2 Wochen und so richtig drehen die nicht auf. Also bei der Europawahl haben sie irgendwie mehr gemacht. Ja, das wäre das Pulver verschossen. Also, ja, ich muss auch dazu sagen, vielleicht, wir reden dann nochmal, wenn die AfD kommt. Die kommt ja als letztes hier, weil wir es rückwärts angeordnet haben. Ich muss sagen, die AfD Sachsen macht es aber auch geschickt mit dem Jörg Urban, weil der Jörg Urban, er ist halt so, ich muss leider sagen, ein farbloser Typ, aber das Positive ist halt, du kannst ihm nichts anlasten. Also er ist halt so langweilig eigentlich. Der Jörg Urban könnte auch in der CDU sein. Er ist so richtig langweiliger Mittelaltermann. Wenn ich raten müsste, würde ich sogar fast sagen, der war mal in der CDU. Ich weiß es nicht. Kann es gut sein, vielleicht. Ja. Aber gut, wir sind ja noch bei der SPD. Schön hier am Ende finde ich das mit dem sächsische Politik für dich, dass das auch wieder die Abkürzung der Partei ergibt. Haben sie ganz gut gemacht. Ist jetzt kein Geniestreich, aber wie gesagt, vom Handwerklichen war der Spot völlig in Ordnung. Inhaltlich, naja, mau, ne? Aber klar, die haben halt versucht oder versuchen halt die Kandidaten irgendwie, dass die Wähler eine Person wählen und nicht irgendwie wegen SPD. Ja, genau, so ist es. Gut, das waren wieder 5 Minuten, deswegen auf zur nächsten Partei. Und zwar haben wir jetzt hier die Piratenpartei. Und da kurz zur Erklärung, wir sehen jetzt einen Spot aus Berlin, weil die haben nichts zu Sachsen. Die Piratenpartei. Ich habe auch lang gesucht. Die haben auch nicht mal einen gescheiten Spot. Den Spot zu Europa haben wir gesehen, der war gut. Aber ja, jetzt schauen wir halt. Die sind halt viel auf TikTok und so und machen solche, Gott, wie heißt das da, Reels oder sowas? Wahrscheinlich. Oder Instagram. Da machen die so 10-Sekunden-Clips. Ah, okay. Aber das war's halt. Ja. Na gut, dann jetzt viel Spaß mit Piraten Berlin. Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird, nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für
ein Leben in Würde und Teilhabe, einen umlagenfinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem. Für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Sozial, digital, nachhaltig. Ach, ist das schön. Deshalb am 12. Februar Piratenwellen. Oh Gott, herrlich. Richtig geil. Wer kommt, das ist ja, das erinnert mich an diesen Boomer-Werbespot, den wir mal geschaut haben. Das war dann auch so am Ende so ein Einschreier. Ja, ja. Wahrscheinlich, also der Spot an sich war ja gut gemacht. Wahrscheinlich war das vielleicht sogar ein Bundespolitik-Spot und die haben halt hier am Ende einfach nur diese Berlin-Folie hinten rangehangen. Also so wirkt das tatsächlich. Ja, was hältst du von dem Spot? Na, ich bin ja immer wieder erstaunt, dass sie hier mit dem Digital-Thema anfangen, ja, was ja sozusagen auch ihr Urthema ist. Und jedes Mal, wenn du dir aber Piraten mal so gibst, geht es nicht mehr um Digitalisierung. Auf jeden Fall, ja. Es kam ja auch hier jetzt raus. Klimaschutz. Klimawandel, ja. Grundeinkommen. Ja. Dann natürlich, ich weiß gar nicht mehr, welches Thema angeschnitten wurde, aber es ging um Jugendliche oder um Kinder. Und was für ein Kind wurde gezeigt? Ein schwarzes Kind. Also ja, ist doch klar, was für Politik die Piraten machen. Das ist einfach eine linke Partei. Also da kann man wirklich genauso gut grün wählen. Das einzige Thema, was sie halt haben, ist so ein bisschen das digitale Ding. Also mit diesem Überwachungsthema finde ich spannend, weil das keine andere Partei meines Wissens so aufs Tapet bringt. Mhm. Aber sonst, ja, finde ich, haben die für mich jetzt nicht viel Berechtigung. Die hätten auch wirklich bei dieser einen Themenpartei bleiben sollen. Ne? Das Problem sagst, ist, ich will dieses Thema beackert haben und dann gehe ich zur Not mit irgendeinem mal eine Koalition ein und setzt das dann halt um und der, was die anderen Koalitionspartner machen, da ist mir eigentlich relativ egal. Kann man ja auch so ganz. Ich denke, das Problem ist, du kannst nicht eine Ein-Themen-Partei sein, weil du musst ja zu allem eigentlich eine Meinung haben, weil der Wähler, der will ja nicht nur ein Thema eigentlich bearbeitet sehen. Ich weiß nicht, guck dir die AfD an. Das Hauptthema ist Migration. Also du siehst die AfD tatsächlich als eine Themenpartei? Gibt so Nebenkriegsschauplätze wie die GEZ, also das ist ein wichtiger Punkt, unbestritten, aber wenn du mir die Wahl stellst, GEZ oder Migration, ist für mich die Wahl zumindest klar. Mhm. Gut, okay, sehe ich ein. Das Ding ist halt, aber dieses Digitalthema hat wahrscheinlich nicht so viel Zugkraft einfach wie Migration. Ja, ich meine, das hatte mal Zugkraft, als die ganze Snowden-Geschichte frisch war. Da sind die ja so mehr oder weniger groß gewesen. Genau, und als diese TTIP-Phase war, wo irgendwelche neuen Internetgesetze in der EU beschlossen wurden und so. Aber ja, die Zeit ist jetzt vorbei. Also aktuell gibt es jetzt nichts, was die Leute digitalpolitisch bewegt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zum nächsten Spot. Mhm. Und zwar meine Hasspartei schlechthin, die Partei Sachsen. Und die ist wirklich linksextrem. Die geben wir uns mal. Alles fing an mit einem kleinen Traum. Wenn die Welt mal reich wäre. Und der Suche nach einer einfachen Lösung. Ich sehe die kleine Silhouette. Die führte tausende unschuldige Dresdner in den verdienten Tod. Feuersturm und Munition bringen alle Dresdner um. Die Partei präsentiert Bombenholo. Das Musical. Dass auch keiner Danke sagt für einen solchen Schicksalstag. Ihr habt all das verdient. Daran seid ihr selber schuld, ihr und euer Opferkult. I will always bomb you. Im Feuersturm der Liebe. I came in like a Feuersturm. Erleben Sie Dresden in seinem Element. Ich schmeiß eure Asche in die Luft. Hey, hey. Wir brennen die ganze Nacht, die ganze. Erleben Sie Geschichte hautnah. Es naht die Liebe sein. Das ganze Musical jetzt auf partei-sachsen.de. Wählen Sie die Partei.
bevor es zu spät ist. Gottes Willen. Ach schön, also dieser Selbsthass gepaart mit dem ewig gestrigen Vergangenheitskult. Ist doch wunderschön. Auf jeden Fall. Du bist ja auch Dresdner, hast du das hier mitbekommen mit diesem Konzert, was da war? Also diese Musical-Aufführung, die hat ja tatsächlich stattgefunden. Ich glaube, in der Chemiefabrik Dresden. Ja, ja, und das war auch kostenlos. Also hingen auch einige Plakate in der Nähe. Und ja, konnte man halt hingehen. Und die haben das halt schon live aufgeführt. Und daher sind auch die Aufnahmen. Ich war da natürlich nicht. Das Chemo, also okay. Naja, gut. Ja, interessant mal zu sehen, wie das aussah. Ja, ich meine, immerhin haben sie irgendwas gemacht, also irgendwas halbwegs Kreatives, das finde ich ja schon mal gut. Inhaltlich braucht man nicht drüber reden, also bei Textzeilen wie die Dresdner werden in ihren verdienten Tod geschickt oder so. Ja, wie gesagt, Selbsthass. Also, Selbsthass, hoch 10, ja. Aber gut, besser als dieses, ich glaube, Sibylle Berg war das letztes Mal mit dem Gedicht oder was das sein sollte. Stimmt, ja, ja. Das ist jetzt schon ein Qualitätssprung, eine Steigerung, ja. Ja, eben. Also, die haben sich wenigstens Mühe gegeben. Das sehe ich ein. Also, wir haben hier die ganze Aufführung gemacht, die Lieder gelernt. Wow. Applaus. Dann geht es hin, unser Geld, ja. Naja, kann man nicht ernst nehmen. Das ist halt wirklich so für die Leute, die sich nicht mit Politik beschäftigen, aber sagen, sie müssen irgendwas wählen, dann wählt man das. Ja, auf jeden Fall. Naja. Gut, machen wir weiter. Gut, genau, machen wir weiter und wir kommen zu ÖDP. Die haben gar nicht so einen richtigen Spot gehabt. Da habe ich einfach einen ganz kurzen 35-sekündigen Vorstellungsspot genommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Wahlwerbespot ist oder irgendwas. Wir schauen einfach mal rein. Mhm. ÖDP. Hallo, ich bin die ÖDP. Wir sind die Regierung. Interessante Gärtnerei, die Sie da betreiben. Wieso ist denn nur die eine Pflanze so groß? Na, weißt du, wir setzen unsere Mittel halt so ein, dass unsere Freunde den meisten Profit haben. Und was ist mit Klimaschutz und Bekämpfung der Armut? Da kümmern wir uns auch drum. Ja, gut. Ja. Nicht überraschend, was hier uns kredenzt wurde, würde ich sagen. Und du bist gemutet. Oh, Entschuldigung, ich bin gemutet. Ja, es ist auch wieder so eine Partei, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum es die gibt. Ich meine, hier steht am Ende enkelgerechte Politik und das Wichtigste, was hier steht, Hashtag Klimaschutz. Also, ja. Habt ihr also auch andere Themen? Klimaliste Berlin bitte wählen dann. Ja, es macht da keinen Sinn. Ich meine, wenn ich eine Klimapartei wählen will, wähle ich halt die Grünen. Naja, es gibt ja mittlerweile eine gar nicht so kleine Strömung, die sagen, die Grünen haben den Klimaschutz verraten. Ach so, wirklich? Und wahrscheinlich geht es darum, da dieses Vakuum versuchen zu besetzen. Und das sind die Leute, denen die Grünen nicht radikal genug sind, oder was? Weil wahrscheinlich. Deindustrialisieren Deutschland ja so krass. Also, wie soll das noch krasser sein? Eieiei. Naja, die letzte Generation, also die schießen ja auch gegen die Grünen. Ja, weil wahrscheinlich. Weil sie, wie du sagst, es zu wenig machen. Na gut, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Spot und zwar, was haben wir denn hier? Ach, die Linke. Oh, die sonstige gut. Zwei, okay. Ja, viel Spaß. Unser schönes Sachsen steht am Scheideweg. Wenn ich durch die Dörfer und Städte fahre, sehe ich, die aktuelle Regierung vernachlässigt das Land. Sie hat die Sorgen und Nöte der Menschen ignoriert und damit den Boden für Frustration und Enttäuschung bereitet. Manchmal zwingt einen das Leben, neue Pfade zu betreten. Das haben wir alle erlebt, zu Wendezeiten. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir könnten die Gesellschaft komplett neu gestalten, was würden wir diesmal richtig machen? Damals haben wir gelernt, Freiheit braucht soziale Sicherheit. Wir können nicht Strukturen wandeln, ohne an die Menschen zu denken.
an eine gute Gesundheitsversorgung, daran, dass Schulkinder Mittagessen brauchen, daran, dass Menschen wohnen wollen, und zwar ohne Sorgen und ohne Einsamkeit. Und auch, dass Arbeit nicht nur Existenz sichert, sie ist für viele Existenz. Ich bin Susanne Schaper, ostdeutsch, sächsisch, links. Meine Politik trennt nicht, sie verbindet. Nur dann können wir lautstark für die Leisen sein und uns um die Nächsten kümmern, damit es in die richtige Richtung geht. Durch und durch sozial. Das ist unsere Stärke hier in Sachsen. Am 1. September Die Linke wählen. So, das waren die Linken. Interessant, also, dass die noch mehr sechselt wie die von der SPD da. Weißt du? Ja. Jetzt so ein Motto, um zu zeigen, ich bin hier einer von euch. Ich fand die Stimme übelst belassen, weil der Text, der war so unauthentisch vorgetragen. Es klang halt übelst vorgelesen und schlecht intoniert. Und also für mich klang das einfach maximal unauthentisch, obwohl die hier eben so auf volksnah machen wollte. Das fand ich irgendwie doof. Ja, das beschreibt es ganz gut. Ich habe die ganze Zeit nach dem passenden Wort gesucht, aber ich denke, unauthentisch ist wirklich richtig treffend hier bei ihr. Ja, das wirkt alles so... Naja, so oft gesetzt. Also zum Beispiel jetzt auch das Wahlplakat, was da am Ende zu sehen war, dass sie sich halt vor einem Trabi ablichtet. Ja, klar. Also, das sind alles so Sachen. Ja, guck mal, ich bin Sachse und ich bin so ostdeutsch. Also schaut mich an. Also das, ich meine... Na gut, ich meine, ein gewisser Thüringer sitzt sich auf eine Simme, also... dieser Ossi-Retro-Kult, der scheint irgendwie bedient werden zu wollen, ich weiß auch nicht. Ah, okay. Ich finde das halt aus der linken Sicht nicht clever, jetzt nicht mit dem Trabi an sich, aber diese Ostalgie-Schiene zu reiten, weil die alten Leute, die Linke gewählt haben, die sind nun langsam mal am Ende ihres Lebensweges angekommen. Und ich finde, nach über 30 Jahren, nach der Wende, diese Referenzen, also musst irgendwie frischer wirken. Du kannst nicht die ganze Zeit auf damals referieren. Wobei ich denke tatsächlich, dass das für die Linke ganz gut ist, auf solche Themen letztlich abzuzielen, weil ja eben dieses alte Klientel oder dieses Ostalgie-Klientel, was es durchaus gibt, auch unter Boomern, also unter Leuten, die jetzt nicht kurz vom Tod oder vor der Rente stehen, oder eher kurz vor der Rente, ja, unter denen ist das auch verbreitet, dieses Ostalgie-Ding, zumindest hier im Osten, also dass man sich so nach einer vermeintlich besseren Zeit sehnt, nach seiner eigenen Jugend, und dann auf irgendwelche linken Ideen kommt. Damals mit der SED, ja. Ja, da war alles besser. Weiß ich, ansonsten inhaltlich waren es noch mal mehr Politikergeräusche als bei der SPD-Tante vorhin, fand ich. Ja, irgendwie schon. Und halt auch so diese typischen, ich sag mal, sozialen Geräusche, die sozialen Parteigeräusche. Noch die Bilder, es war alles so erwartbar und abgedroschen. Da siehst du halt dann, wie sie in irgendeinem Altenheim ist. Ja. Und Leuten die Hände schüttelt. Wobei ich sagen muss, immerhin, ich fand den Spot gut gemacht und ich fand auch gut, dass die an verschiedenen Orten in Sachsen zu sehen war. Also, er hat sich immer Mühe gegeben. Zum Beispiel die Petra Köpping, die war nur in Dresden zu sehen. Hat er wahrscheinlich vielleicht mal eine halbe Stunde gedreht. Sie war auch mal hier in Chemnitz vor dem Karl-Marx-Kopf. Und an verschiedenen anderen Orten, also in anderen Städten. Also da hat man wenigstens den Eindruck, dass die unterwegs ist. Ja. Ja gut, die Köpping war ja Bürgermeister von Groß-Pösner. Ja. Aber halt vor hat 20 sie das Jahren. Nicht ein paar Mal erzählt. Genau. So 8-mal in dem Spot. Okay, gut, jetzt haben wir einen richtig geilen Werbespot. Der hat für Furore gesorgt, da haben wir schon andere YouTuber drauf reagiert. Jetzt kommen nämlich die Grünen Sachsen. Der ist richtig lustig. Oh, ich bin gespannt. Freiheit, Demokratie, das sind für mich Selbstverständlichkeiten. Dass man für sie kämpfen muss, das kenne ich nur aus Erzählungen meiner Eltern. Aber was, wenn das alles eben nicht selbstverständlich ist? Was, wenn wir hier und heute verteidigen müssen, was uns richtig wichtig ist? Demokratie, Weltoffenheit, ein Sachsen, in dem die Menschen gleiche Chancen haben, egal woher sie kommen. In dem jeder lieben darf, wen er will. Ein Sachsen, in dem wir unsere Freiheit verteidigen gegen die, die sie zerstören wollen. In dem wir unser Klima schützen. Ein Sachsen, in dem die Zuversicht regiert. Was, wenn all das bald nur noch in Erzählung existiert?
So weit darf es niemals kommen. Deine Stimme ist wichtig. Richtig wichtig. Am 1.9. grün wählen. Richtig geil, ne? Also so maximale Angststimmung in diesem Spot. Also ich fühle mich positiv abgeholt. Ich habe Lust, die grüne Vision zu verwirklichen. Ich weiß nicht welche, aber ich habe Lust. Also das sind ja so krasse Mittel der Propaganda hier. Also wirklich buchstäblich. Du stellst halt den Gegner als das absolute Böse dar. So nach dem Motto, die Welt wird untergehen. Und dann hast du so kurz die grünen Lichtgestalten eingeblendet, dazu kommt der Text. Das ist ja auch der Spruch, der Wahlspruch jetzt auf den Plakaten von den Grünen. Ein Land mit Zuversicht oder so. Für Zuversicht in der Regierung oder keine Ahnung. Das finde ich ist so ein unfassbar dummer Spruch. Also, weil das diese grüne Naivität unbeabsichtigt übelst gut zusammenfasst. Also, ihre Regierungspolitik besteht aus Zuversicht, sag ich mal. Also, nach dem Motto, es wird schon, aber es wird gar nichts richtig gehandelt und gemacht. Also er orientiert sich einfach nicht an Fakten, an der Realität. Ist halt die Zuversicht. Ach, tu mal halt uns deindustrialisieren, tu mal halt die deutsche Wirtschaft in Bankrott treiben. Es wird schon. Wir haben ja Zuversicht. Wird schon werden. Und die Zuversicht gibt's halt nur, wenn nicht die Bösen an der Macht sind. Ja. Und deswegen bitte richtig wählen. Ja, und dann natürlich auch dieser Frame Demokratie. Muss verteidigt werden. Also wir wissen doch alle, das Wort Demokratie, das heißt halt einfach linke Politik. Das heißt nicht Demokratie im Sinne, dass man in dem Sinne, dass man da nicht mehr wählen kann. Das heißt einfach nur linke Politik. Es ist ein Schwachsinn. Ich habe Menschenrechte vermisst und irgendwo noch einen kurzen Adolf-Clip hätten sie eigentlich schon noch geben können, dass man wirklich weiß, es geht gegen das Böse auf der Welt. Was ich auch richtig lustig fand, dass sie gesagt hat, Weltoffenheit wäre auch wichtig. Und in dem Moment, wo sie Weltoffenheit sagt, wird eine Ukraine-Flagge gezeigt. Ja. Ein, zwei Sekunden lang. Also, ja, das ist die Weltoffenheit, die ihr wollt. Also, Glückwunsch. Ja. Irgendwelche Kriege jetzt auch noch anheizen. Ja. Raketen liefern, Panzer liefern. Das ganze Programm. Ich finde es lustig, dass sie ihren Farbton geändert haben. Das ist ja so jetzt eine Art Gelbton hier. Ja. Gelb mit so leichten Grünstich, würde ich sagen. Also, sie sind langsam die neue FDP, rein von der Farbwahl. Naja, komm, das Gelb passt einfach zur Sonnenblume, würde ich meinen. Ja, ich finde es trotzdem lustig, weil sie ja sehr neoliberal unterwegs sind. Da passt das alles wieder zusammen. Das stimmt. So, den nächsten Spot, den wir haben, der ist von Freien Wählern. Der geht leider ein bisschen länger, aber das ist nun mal der Landtagswahlspot. Der geht 2 Minuten. Viel Spaß. Das geht schon. Yo Leute, euer Lieblingsinfluencer aus Grimma wieder mal hier. Bald sind ja wieder Landtagswahlen und ganz ehrlich, darüber müssen wir reden. Ich habe das Gefühl, dass keiner mehr so richtig ordentliche Politik macht. Wir sind alle nur... Hallo junger Mann. Jammern alleine bringt gar nichts. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir wieder miteinander kommunizieren, dass wir miteinander sprechen, jung und alt. Und vor allen Dingen auch alle politischen Strömungen müssen miteinander wieder sprechen. Wichtig ist, dass Mauern aus den Köpfen der Menschen verbannt werden. Mauern machen nur Sinn wie die Hochwasserschutzanlage hier in Grimma. Ansonsten gilt, eine gute Idee ist eine gute Idee. Und nur gemeinsam können wir mit guten Ideen Sachsens Zukunft gestalten. Das klingt ja alles ganz schön und gut, aber nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Energie. Wie wollt ihr es schaffen, dass Energie in Zukunft bezahlbar bleibt? Die Kosten können keiner mehr stemmen. Das ist richtig. Wir Freien Wähler setzen auf einen ausgewogenen Energiemix. Der führt dann auch zu wettbewerbsfähigen Preisen. Der Atomausstieg, das muss man klar und deutlich sagen, war ein großer Fehler. Den müssen wir unbedingt korrigieren. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Ja, nur so sichern wir den Wirtschaftsstandort Sachsen. Apropos Energie. Wir wenden auch viel Energie auf, um unser Ziel zu erreichen, Sachsen zum familienfreundlichsten Bundesland zu machen. Deshalb setzen wir Freie Wähler uns für kostenlose Kita-Plätze und die Einführung eines zinslosen Elternkredits ein. Zudem soll die Grunderwerbsteuer für Familien wegfallen. Wenn diese Weichen gestellt sind, haben junge Menschen wieder mehr Lust, eine Familie zu gründen. Davon sind wir überzeugt. Wie wollt ihr das denn finanzieren? Zum Beispiel die kostenlosen Kita-Plätze? Indem wir als Freie Wähler alles daran setzen, Bürokratie abzubauen. Beispielsweise können wir Gelder durch die radikale Änderung der derzeitigen korruptionsbehafteten Fördermittelpolitik generieren. Mit diesen Einsparungen können wir unter anderem unsere Familienpolitik finanzieren und den Kommunen wieder mehr Geld zur Verfügung stellen, um zum Wohle ihrer Bürger agieren zu können. Wenn ihr es wollt, sind wir da drin. Für euch im Sächsischen Landtag. Denkt dran, am 1.9. sind Landtagswahlen. Wir brauchen eure Stimmen. Ja, deine Meinung, Arti? Fand ich, war ein guter Spot. Richtig gut. Auf jeden Fall.
Ich bin also mir richtig positiv gefallen, überrascht, dass die zwischen den Kandidaten hin und her gewechselt haben, dass sie sich nicht auf einen so eingeschossen haben. Und jeder hatte so sein Ressort, was er so abdeckt, fand ich gut. Dann ist es auch wirklich mal themenbezogen geworden, wie jetzt hier bei dieser Spielplatzszene da, mit diesem Elternkredit oder wie es hieß. Ja, genau. Mit kostenlosen Kindergartenplätzen. Also ja, sehr gut. Und diese Überleitung fand ich ganz lustig auch immer. Also ich fand den Spot auch echt gut gemacht und vor allem auch sympathisch. Also ja gut, die Freie Wähler, das ist ja tatsächlich so eine Partei, dadurch, dass sie jetzt nicht in der Bundespolitik sitzen, im Bundestag oder so. Das ist eine Partei, den nimmt man dieses Du, zum Beispiel am Ende hat er gesagt, denkt dran, also hat er die Zuschauer geduzt, denkt dran, dass am 1.9. Landtagswahl, den nimmt man das Du schon eher ab, würde ich meinen, als anderen Parteien. Weißt du? Weil das, ich würde tatsächlich eher sagen, Freie Wähler könnte ich schon sehen, dass das halt Leute aus der Umgebung sind, weißt du, die sich dafür stark machen. Thematisch hatte ich auch gar keine Probleme. Auch dieser Satz ist so ein typischer Freier Wählersatz, der am Anfang fiel: Eine gute Idee ist eine gute Idee. Weißt du, man sollte keine Mauern haben. Das hat halt natürlich was mit der AfD hier zu tun, dass keine Brandmauer gegen die AfD geschaffen werden soll. Also, wenn halt eine gute Idee von der AfD kommt, dann tun die Freien Wähler mitstimmen. Zum Beispiel gab es ja jetzt so eine Situation mit der Bezahlkarte für Asylbewerber, die wurde hier eingeführt in Dresden tatsächlich. Unter anderem natürlich auch mit Stimmen der Freien Wähler, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und tatsächlich noch der CDU. Ja, und deswegen, ich bin gar nicht negativ den Freien Wählern gegenüber. Gut, andere sind da ein bisschen anders drauf, weil das Problem, man muss ehrlich sein, ist natürlich auch die jagen natürlich Stimmen der AfD ab, was ja meine favorisierte Partei ist, aber so ist es nun mal einfach in der Demokratie, aber man kann ja koalieren. Ja, ich muss sagen, so rein von den Punkten ist es für mich die bessere CDU tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also sie sind ja noch jetzt auch in dem Spot sehr gemäßigt unterwegs, aber mit dem Atomausstieg und so, dass der rückgängig gemacht werden muss, das sind ja eigentlich alles so klassische CDU-Positionen. Ja, das Problem ist halt bei der CDU, also, genau, die CDU, die können sich das halt nicht trauen. Also zum Beispiel der Markus Kretschmer, der könnte das jetzt nicht in einem Werbespot sagen. Deswegen tut er dann immer nur so kryptische Wohlfühl-Phrasen dreschen. Ja. Weil er darf sowas halt nicht sagen, weil er dann auf den Deckel kriegt von der Bundespolitik. Und man muss ja ehrlich sein, ich meine, er ist halt in der Partei, die all diese Zustände zu verantworten hat. Dem nimmt man das einfach nicht ab. Deswegen, Freie Wähler ist, ja, wie du sagst, die beste CDU. Also gehe ich tatsächlich mit dem Satz. Deswegen, ich weiß das nicht, wie es bei BSW aussieht, aber ich kenne ja ganz viele Leute, die vorhaben zu wählen, weil es ihnen nichts Besseres einfällt. Also vielleicht sollte ich die mal Richtung Freie Wähler noch hinstupsen. Ja. Okay, wen haben wir als nächstes? So, als nächstes haben wir die Freien Sachsen. Und ach, die haben einen schrecklichen Clip. Also weil die haben auch nicht wirklich einen Wahlbeispiel, aber die haben hier vom Martin Kohlmann einen Clip. Das ist der Parteichef. Wir schauen zusammen. Ja, liebe Sachsen, das strategische Wählen ist das Thema der letzten Tage und Wochen und auch noch der nächsten drei Wochen, nämlich bis zur Landtagswahl. Was bedeutet das? Man setzt seine Erst- und Zweitstimme bewusst ein. Man sagt nicht nur, oh, diese Partei gefällt mir, die kriegt alle meine beiden Stimmen. Das ist nicht unbedingt die klügste Lösung und auch nicht die, die den größten Nutzen hat für das, was man selber möchte. Nicht umsonst haben das im Moment gerade viele Parteien entdeckt. Die Linke hat verstanden, ohne strategisches Wählen wird sie nicht mehr da sein in kurzer Zeit. Die Grünen und die SPD rufen auf, strategisch zu wählen, um die derzeitige Landesregierung zu erhalten. Selbst Kretschmer hat jetzt aufgerufen, strategisch zu wählen, natürlich um seine Macht zu erhalten. Das heißt, man muss diese beiden Stimmen klug einsetzen und auch wir rufen dazu auf, denn es nützt nichts, dass eine Oppositionspartei stärker wird als manche anderen, wenn sie keinen Partner hat. Dann können wir hier keine Wende herbeiführen und das muss bedeuten, die Zweitstimme, die Listenstimme für die Freien Sachsen. Nur so wird es möglich sein, eine Koalition aus Kretschmer und Wagenknecht zu verhindern. Denn wir sind überzeugt, mit so einer Koalition wird sich nichts verbessern. Ich lese mal kurz vor für die anderen Zuschauer. Willst du, dass Kretschmer und Wagenknecht Sachsen regieren? Nein, dann wähle auch so. Verschenke deine Zweitstimme nicht. Nur wenn wir in den Landtag kommen, haben CDU und BSW zusammen keine Mehrheit. Okay. Ah, und da sieht man einen guten Kretschmer mit der Wagenknecht nebeneinander.
lächelnd. Da könnte sich ja ein Bündnis anbahnen. In Sachsen denke ich tatsächlich nicht, aber in Thüringen tatsächlich schon. Ich bin mir in Sachsen auch ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Denkst du, das könnte kommen? Ich denke, für die Macht wird hier viel getan, auch von der CDU aus. Ja. Das wäre ja, das wär wirklich anders. Dann werden Schnittmengen entdeckt. Und dann, ja. Wenn es nur die Schnittmenge ist, die AfD zu verhindern, weißt du? Aber das, ja, erzähl mal weiter, sorry. Ich kann mir noch keinen Reim drauf machen auf dieses Manöver von den Freien Sachs mit der Erst- und Zweitstimme. Es wird wohl irgendwie von denen argumentiert, dass es nicht genügend, von der AfD nicht genügend Listenplätze gibt, die belegt sind, und dann wäre da irgendwie das eine verschenkte Stimme oder sowas. Nicht, also mir kommt es so vor, als wollen sie jetzt auf Teufel komm raus selber in den Landtag. Ja, wollen sie ja natürlich. Indem sie ein sehr minimales Ergebnis eingefahren haben bei den Kommunalwahlen. Ja, es war tatsächlich dafür, dass die so getoast haben und auch im Vorhinein tatsächlich auch von Mainstream-Medien angekündigt wurde, das könnte krass werden mit dem Freien Sachsen, war das doch gar nicht mal so berauschend, was da abgeliefert wurde. Also sie sind in einige Kommunalplätze gekommen, aber naja, so das ganz große Beben war es dann am Ende doch nicht. Also ich hätte es viel sinnvoller gefunden, wenn die Freien Sachsen mit der AfD mal reden würden, sich zusammensetzen würden und sagen, hier in, was weiß ich, in Bautzen, da würde es mehr Sinn ergeben, die Freien Sachsen zu wählen, wenn man jetzt zusammenarbeiten möchte, und dort AfD, dass man das wirklich dem Wähler vor Ort kommuniziert, weil ich habe jetzt als Normie gar keine Ahnung, soll ich die jetzt wählen, soll ich die nicht wählen, ist das eine verschenkte Stimme, gebe ich die der AfD, etc. pp. Also, mir ist es einfach nicht klar. Ich muss da ein bisschen lachen, weil, also du meinst, die AfD sollte dann in bestimmten Kreisen nicht antreten und den Freien und zur Wahl der Freien Sachsen aufrufen. Das geht ja auch keine Kugel, weil das Problem ist ja auch, die Freien Sachsen sind ja auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Ja, das, wie soll ich sagen, es gab Vereinigungen, die standen da drauf, die stehen jetzt nicht mehr drauf. Also diese Unvereinbarkeitsliste ist nicht in Stein gemeißelt und eigentlich kann die auch weg für meine Begriffe. Ja, sage ich sowieso, aber es ist halt nicht realistisch, meine ich, dass das passieren wird. Also nicht bis zur Wahl, ja, das auf jeden Fall. Ja, also dass da zusammengearbeitet wird, zumindest nicht in nächster Zeit, also das halte ich für unrealistisch. Ja, ich habe vorher gesagt, ich fand den Spot schrecklich, sorry, da habe ich euch schon ein bisschen gepfeilt. Nee, mir ging es nur ein bisschen um das Format, es war halt ein niedrig aufgelöster Clip hier, das hat mich ein bisschen geärgert. Und naja, dann war es halt auch nur so ein Instagram-Ding, jemand stellt sich vor eine Kamera und redet. Aber ich muss halt Martin Kohlmann so gut halten, er kann gut reden. Also ich fand, er hat hier gut frei gesprochen. Und ich persönlich, ich finde, das hat er auch gut analysiert, dieses Thema mit dem strategischen Wählen. Also ich habe den Eindruck wirklich, dass das jetzt oft hier zur Sprache kommt in den Wahlspots und Wahlbriefen und so weiter. Also ich habe jetzt zum Beispiel von der SPD und von der CDU irgendwelche Briefe zugeschickt bekommen, oder nicht Briefe, solche Flyer, weißt du? Ja, und in beiden steht halt tatsächlich, so mehr oder weniger wird gesagt, tatsächlich wird auf diese strategische Wahl eingegangen. Zum Beispiel steht wirklich da, wenn sie eine Kretschmer-Regierung wollen, müssen sie Kretschmer wählen, oder wenn sie weiter so wollen, dann müssen sie SPD wählen und so. Also da wird tatsächlich überraschend viel taktiert, also schon an den Wähler angesprochen wird auch so eine taktische Stimme gemacht. Das finde ich irgendwie interessant, weil das impliziert ja, dass der sächsische Wähler auch vielleicht eher dem zugeneigt ist als der Bundeswähler, könnte ich mir vorstellen. Das impliziert für mich zuerst mal, dass die wirklich jetzt Schiss haben. Ja. Ne, dass sich hier wirklich einiges bewegt. Also da hängt ja dann unter Umständen auch die GEZ-Abschaffung dran und die Rundfunkstaatsverträge, die Aufkündigung derer. Also da hängt jetzt so viel Machtverlust dran für dieses Meme, dass das alles Blockparteien sind, das kommt ja nicht von ungefähr. Und ja, achso, deswegen, das wollte ich vorhin noch sagen, deswegen fände ich es übrigens auch nicht schlimm, wenn jetzt hier die beiden Gestalten koalieren würden. Weil dann kann man halt wirklich sagen, es gibt halt eine Opposition und es gibt die Blockparteien. Ja, genau, und deswegen fände ich das, also klar, ich
Ich finde, in Thüringen kann ich mir tatsächlich vorstellen, eben weil da ist ja jetzt schon eine linke Regierung, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass dann letztlich weiter eine linke Regierung besteht, halt namentlich dann BSW, steht halt nur anders drauf, und vielleicht tatsächlich mit der CDU in Koalition. Das könnte ich mir absurderweise tatsächlich vorstellen in Thüringen, einfach weil es das Thüringer Land so hergibt. Aber die sächsische CDU, ey, die würde, also ich weiß nicht, ich glaube, die würde explodieren, wenn das passiert. Also, ich könnte mir das vorstellen, kann ich mir vorstellen, dass die sächsische CDU so eine geduldete Minderheitsregierung mit der BSW macht. Irgendwie wie bitte? Sowas. Kannst du dir vorstellen? Ja, dass die CDU sagt, wir machen den Ministerpräsidenten und die BSW stimmt immer zu, obwohl sie nicht richtig offiziell Koalitionspartner sind. Ah, okay, okay, daran habe ich gerne gedacht. Das so ist eine interessante Möglichkeit. Ja. Das ist eine interessante Möglichkeit, ja, das ist klar, also es geht halt einfach nur darum, die AfD zu verhindern, da ist viel möglich. Also vor allem die BSW, die macht das wirklich nochmal spannend, muss man wirklich sagen. Also es ist so der Joker des Systems. Aber ich bin da tatsächlich positiv unterwegs, weil diese 33%, die man für diese Sperrminorität benötigt, die wird die AfD wohl bekommen, mutmaßlich. Meinst jetzt. Du? Okay, und damit können die gerne hier zusammen koalieren. Die großen Sachen werden dann nicht geändert. Und dann wird man nach einer weiteren Wahl sehen, dass BSW der Hype vorbei ist und dann verschwinden die wieder. Das kann sehr gut sein, ja. Man muss halt immer langfristig denken, so sehe ich es auch. Ich sage ja schon seit Jahr und Tag, immer kommen die Leute mir an, ja, ist so sinnlos, AfD zu wählen, die werden doch eh nicht in die Regierung kommen. Das ist irrelevant. Also deine Partei, die du wählst, die muss nicht an der Regierung sein, um die Politik mitzubestimmen. Ich meine, wir sehen das am besten an den Grünen. Die waren jahrelang in keiner Regierung und haben trotzdem, haben die anderen Parteien vor sich hergetrieben, weil die halt wollten nicht Stimmen an die Grünen verlieren. Die wurden immer stärker mit ihrem Klimanarrativ. Da mussten die anderen nachrücken. Ich meine, deswegen hat halt eine Merkel, ohne dass die mit den Grünen koaliert hat, diesen ganzen Atomausstieg zum Beispiel gemacht. Ja. Oder auch schon die letzte Legislaturperiode im Bund. Große Koalition, SPD, CDU, genauso. Da waren ja auch schon viele grüne Themen dabei. Also, und genauso sehe ich es mit der AfD. Also die AfD kann halt dann zum Beispiel die CDU vor sich hertreiben. Weil die CDU kriegt halt Schiss. Die kriegt halt Schiss. Wir sehen das ja eben zum Beispiel gerade auch in kleinen, in irgendwelchen Kreisen, wo halt zum Beispiel in Dresden dann wirklich krasse Entscheidungen kommen, wie mit dieser Bezahlkarte für Asylbewerber, weißt du? Dass sie halt nicht mehr mit Geld bezahlen, sondern mit irgendeiner EC-Karte, dass die kein Bargeld unmenschlich ist das. Ja, ja. Und da ist zum Beispiel so ein Ding, dann, da muss halt die CDU sich dann auf die Seite der AfD stellen, sonst rennen denen einfach die Leute weg. Weil gerade in Sachsen sind die Leute, würde ich meinen, auch weniger Anhänger einer Partei. Also klar, es gibt solche Leute unbedingt, also vor allem bei alten Leuten, die haben halt eine Partei und die lesen dann nie wieder ein Wahlprogramm. Die sagen halt, ja, die Partei habe ich schon immer gewählt, seit 30 Jahren, will jetzt wieder. Aber dadurch, dass wir halt auch diesen Systemwechsel hatten vor 30 Jahren und diese ganzen Westparteien jetzt in dem Sinne neu sind, fehlt so ein bisschen diese Bindung. Genau, das habe ich vielleicht vorhin bei der Linken schlecht ausformuliert. Also es ist ja so, wie du sagtest, die alten Leute wählen das, was sie immer schon gewählt haben. Und also die alten Leute, die die Linke gewählt haben, die werden die auch weiter wählen, egal ob du jetzt so einen Trabi-Spot machst oder nicht. Nur du musst ja irgendwie dir neue Leute erschließen, zwangsläufig. Neue Demografien. Ja. Und das schaffst du als Linke nicht mit einem Trabi-Werbespot. Also musst du irgendwie anders anstellen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Na gut, wie viele Spots haben wir noch vor uns eigentlich? Wir haben noch die Hälfte, 8 Spots, und wir sind jetzt bei über einer Dreiviertelstunde, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen den zweiten Teil draus. Sehe ich genau. Machen wir erstmal Pause. Sehr gut. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, welcher euch bis jetzt am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns dann gleich zu Teil 2. Bis dahin. Tschüss.